Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verlorenen Seelen. Ja, wir waren hier das letzte Mal in diesem Raum stehen geblieben, wo Kayako, ich nenne sie heute auch mal wieder Kayako, hier in dieses Zimmer reingegangen ist und komischerweise nicht mehr rauskam und wir sind wieder her und ja, Freude, guck mal, Mädchpool. Ach, für die Kitty Cat unten, alles klar, hier haben wir noch ein Gewicht, ein kaputtes und wieder was zum Lesen. Mimimi. Warum hatten unsere Nachbarn Angst, dass meine Mutter mehr als ein Kind auf die Welt brachte? Und warum waren sie nicht überrascht, als sie von der Schwangerschaft meiner jungen Mutter erfuhren? Hatte mein Großvater doch recht? Waren sie doch irgendwie an der Sache beteiligt? Kommen wir zum Zettel. Wir haben Charles die gute Nachricht überbracht. Überrascht wollte ich schon sagen. Doch er ist darüber schockiert und macht sich große Gedanken. Am Anfang, als er von der Schwangerschaft erfuhr, schien er so ruhig. Aber die Tatsache, dass es Drillinge sind, hat ihn schockiert. Ach, wir waren Drillinge? Er scheint große Angst zu haben. Ach, das ist unsere Drillingsschwester Nummer 1 vielleicht. Warum hat meine Mutter ein Hochzeitskleid angefertigt? Nach dem Tod unseres Vaters hatte sie keinen Freund. Was ist das denn? Ob dies ein Hinweis ist? Keine Ahnung, nimm doch mal ab. Was muss in das Auge? Klipsch. Ich glaube nicht, dass ich die richtige erraten kann. Schade. Und was ist das da hier oben? Hier war ich schon. Ich aber nicht. Moment mal, ist das nicht der Deutsch, dem Bezahlritual? Das war zu schnell, danke dir. Deutsch. Oh, pardon. Ich muss schon wieder niesen. Ich kann meiner Mutter sehen, wie sie am Fenster stand und uns beim Spielen beobachtet. Ich muss niesen, kleinen Augenblick. Ja. Gehen wir mal die Katze abfüttern. Hier draußen ist was. Gut, kommt jetzt unsere Katze. Ernsthaft? Eine Geisterkatze? Und sie schnurrt. Trink aus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Vogel! Wir haben ein Vögelchen. Da wissen wir, wo wir lang gehen müssen. Wir müssen hier lang. Ein Vogel. Was ist das denn? Kurbel für was? Pff, ich habe keine Ahnung. So, wir können... Ah, die Kurbel für da oben. Was ist denn hier... Was haben wir denn hier für... Ah, seht ihr? Wir können hier ran. Dann können wir das hier wegmachen. Und kommen an unseren Totenkopf. Ist hier noch irgendwas? Nö. Deswegen, alles klar. Aktueller Standort. Was haben wir hier? Eine Schachfigur. Ist das Symbol jetzt weg? Yep. Dann gehen wir mal hier an die Spieluhr. Kurz. Finde Paare, um sie zu entfernen. Ein... Ach so. Kacke. König. Ich glaube, das dauert jetzt. Ne, das war ein heller König. Ne, das war ein anderes Ass. Bis ich da Paare finde, da ist Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Nein, das war eine 4. Ach, scheiße. Hatte ich hier nicht irgendwo eine 7? Oh, Kacke, Mann. Eine 3. Ich hatte doch hier irgendwo eine 3. König. Nein, nein. Hier war der König.
Perfekt. Schon mal die ersten weg. Dann war der König hier. Die restlichen habe ich schon wieder vergessen. Die 6. Ich weiß, dass wir irgendwo eine 6 hatten. Andere 2 hatten wir auch irgendwo. Jetzt fummel ich die ganze Zeit die... Nein. Hm. Okay, falsches Ass. Königin. Das war eine dunkle Natur. Da war sie. Eine 2. Oh Gott. Wo war die 2? Okay. Nee, das war die 7 hier, oder? Nee, war die 6. Gut. Das war eine dunkle 6. Die anderen habe ich schon wieder vergessen. Da. Da war das Ass. Nein, das war eins daneben. Gerade eben hatte ich irgendwo die 5. Warte, 8, 8, 8. 2 hatten wir auch hier irgendwo. Da ist die 5. 10 hatte ich noch nicht. 3 hatte ich irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr wo. Die 7 hatten wir auch irgendwo. Weiß ich auch nicht mehr wo. 4. Perfekt. Die hatten wir auch irgendwo. Ich habe schon wieder vergessen. Da. Die. Oh, schwarze Königin. Wo warst denn du nochmal? Oh, das war ein Glückstreffer. die war doch hier, oder? Yep. Rot 6. Die 10. Die 10 befindet sich hier unten. 7 habe ich vergessen. 4. 4. 6 warst du nicht. Nein, das war die 3. Dann sind die beiden hier. 7 war hier. 2 war da und wir haben es geschafft. Läuft doch. Was hat sie hier hingeschrieben? Dieses Ticket sieht wichtig aus. 1984. Probieren wir mal. 1984. Jetzt bin ich weit. Die 8, danke. Und die 4. Angelhaken. Kassetten. Da kommen wir, glaube ich, eh nicht hin. Soll ich hier irgendwas mitmachen? Angelhaken. Angelhaken hatten wir. Da müssen wir hin, oder? Ah, den Angelhaken hatten wir hier. Aber er hat keine Schnur dran. Gut, dann gehen wir hier hin. Und was soll ich jetzt hier machen? Ach, Kassetten anhören. I don't even know why I'm recording this. I know you'll never hear it. I told you that your father was killed in an accident. I told my parents he was too young to be a father and ran off. Lies. The truth is that you have no father. Dun, dun, dun. I know how insane that sounds. I almost don't believe it myself.
I had to lie about you all my life and about Dahlia, your third sister. Er hat die Kalypso. I'm almost at the end of the tape. Where did I put that second tape? Okay, wir müssen ein... Darin ist ein Schlüssel. Ja, wir kommen zum Baumhaus. Wer freut sich da nicht? Ich zum Beispiel. Nein. Dann gehen wir mal schnell zum Baumhaus hoch. Wir haben also keinen Vater. Luftbestäubung. Mhm. Ich wusste, die steht da. Wo ist sie hingegangen? Ist runtergesprungen. Hier? Nein? Okay. Aber da fehlen noch ein paar Gewichte. Hier. Und eins fehlt immer noch. Mutter, wir haben unsere Mami gefunden. Die lesen wir nachher. Wenn wir fertig sind. Die Glühbirne fehlt. Naja, keine helle Leuchte, ne? Was ist das? Es wurde festgenagelt. Kannst du es damit ziehen? Nö. Damit? Na, geht doch. Lass die bloß Zeit. Danke sehr. Die Laudius Familie kam vorbei, um uns zu gratulieren. Wir haben sich so schnell von der Geburt erfahren. Die Schwangerschaft hat sie weniger überrascht, als Elisabeth selbst überrascht war. Ich wünschte, wir müssten sie nicht so oft sehen. Sie sagten, dass sie die Krankenhauskosten übernehmen und sogar ein Spielzimmer einrichten würden. Sie sagten immer wieder, dass wir Teil ihrer Familie sind und sie Kinder lieben. Ich hasse sie. Was haben die mit uns angestellt oder mit unserer Mutter? Ich kann mich erinnern, dass David und Martha, Mutter, immer nach der Laudius Familie fragten. Nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhren. Ich kann mich auch noch erinnern, als Großvater zum Anwesen der Laudius ging. Er war sehr wütend, aber als wir noch klein waren, spielten wir immer bei dem Familie Laudius oder Laudius Familie. Ein Dartpfeil? Okay, ist das ein Wimmelbild? Hui! Da ist mein Mauspfeil. Propeller. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Ich will gerne den Propeller haben. Flieger. Grüß mir die Sonne. Und weg ist er. Selbstmord. Hier fehlen ein paar Nummern. Ein Boot braucht ein Segel. Ja, finde ich mir auch. Die Glühbirne fehlt hier. Da haben wir das Segel. Das fliegt sicher davon. Gut. Uff. Was? Eine andere verschlossene Box? Danke, dass es auf Deutsch war. eine Muschel? Oh, irgendwo war doch. Hier fehlt eine Glühbirne und da hinten setzen wir eine Glühbirne ein. Alles klar.
Genau hier war was. Da unten. Hier müssen wir das Muschelemblem ein. Was ist das? Lösungsmittel? Und noch mehr zum nächsten. Unsere Tochter ist schwanger. Das ist wohl der Grund, warum sie sich in letzter Zeit so verändert hat. Sie muss fürchterliche Angst gehabt haben. Sie ist sehr jung, aber vielleicht ist das gut. Aber wer ist der Vater? Gute Frage. Wow, Mutter war wirklich sehr jung, als sie schwanger wurde. Kein Wunder, dass sie keiner Menschenseele davon erzählen wollte. Ich hatte auch große Angst gehabt. Vielleicht werde ich durch diesen Brief endlich erfahren, wer mein Vater ist. Das ist der Satan. Oder so. So. Vielleicht können wir jetzt hier endlich mal was machen. Ja. Super, dann haben wir hier schon mal. Hier ist auch schon wieder was zu machen. So. Ich sollte das Teil mit etwas verbinden. Nein? Eigentlich möchte ich die Gewichte nicht nach oben tragen. Oder einen Korkenzieher. Hier, verbinde doch das damit. Okay. Hier will sie erstmal nichts machen. Was soll ich denn hier machen? Was habe ich denn hier? Ah, jetzt weiß ich, wo ich... Küche erstmal. Da glitzert's. Hier unten hat's doch gerade geglitzert. Und Schlauch. Aha. Alles klar. Hier kann ich das vielleicht mit dem Schlauch verbinden? Nö, auch nicht. Es sieht aus, als wäre das Auto schon... Ja. Jetzt komme ich schon wieder nicht weiter. Und das habe ich ja gar nicht registriert, das da oben. Toll. Wegen eines Totenkopfes. Alles klar. Ach, hier. Moment, lass mich raten. Ich muss runter. Eigentlich möchte ich... Ja, ja, ist ja gut. Ja, cool. Lass mich raten, jetzt muss ich nach oben. Ernsthaft? Das kann nicht mehr repariert werden. Die Räder sind kaputt. Gut zu wissen. Ja, jetzt gehen wir in den Keller, Leute. Und sie schreibt wieder was. Meine Großmutter sagt, dass unsere Mutter immer in den Keller gespielt hat. Eines Tages lag sie dort bewusstlos. Bald stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Nur weil sie im Keller war? Ich muss die Wand irgendwie einreißen, denn ich möchte die wissen, was sie hinter ihr, was sich hinter ihr befindet. Okay. Mütterchen ging nach unten und wurde schwanger. Jupp. Hier könnte ich etwas zum Schmelzen bringen. Der Läufer. Wasserhahn. Hier haben wir ein Draht. Angelschnur. Eine Säge. Wie du einen Kompass machst. Auf Englisch. Okay, dann brauchen wir Kork. Und ein Glas voller Wasser. Für einen Kompass brauche ich eine magnetische Feile, ein Glas mit Wasser und einen Korken.
Dann such mal. So, wir haben die Angelschnur. Da liegt was. Oh, schon wieder was zum Lesen. Seitdem Charles Elizabeth den Anhänger gegeben hat, spielt sie nur noch im Keller. Martha sagt, dass ich mir viel zu viele Gedanken mache, aber mir passt es nicht. Der Anhänger sieht sehr alt und wertvoll aus und Elizabeth liebt ihn abgöttisch. Sie spricht sogar stundenlang mit ihm. Was ist denn mit der los? Ich würde ihn am liebsten zurückbringen, aber Martha sagt, dass das die Nachbarn verärgern würde. Sie hat natürlich recht, es ist nur ein Anhänger und sie haben uns immer geholfen. Meine Großeltern fanden meine Mutter bewusstlos im Keller und kurz darauf erfuhren sie von der Schwangerschaft. Das gefällt mir überhaupt nicht. Am liebsten würde ich diesen Brief nicht lesen. Hab ich aber schon. Und damit, Leute, mache ich hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.